Hallo und willkommen bei AI Tipps und Tricks. Wir haben das Vivo X51 5G soweit erst eingerichtet und wollen jetzt das erste Mal eine SIM-Karte einlegen. Wie das funktioniert, zeigen wir euch in diesem Video. Viel Spaß! Ja, nach der Einrichtung unseres Vivo X51 5G wollen wir jetzt einmal eine SIM-Karte einlegen. Und zwar ist das eine solche Nano-SIM-Karte, die kleinste SIM-Karte, die es gibt. Die gehört in das Gerät hinein. Wir haben ja hier ein Dual-SIM-fähiges Gerät, deswegen kann man auch gleich zwei einlegen, wenn man mit zwei verschiedenen Rufnummern arbeiten möchte. Bei uns reicht jetzt erstmal die eine SIM-Karte und wir zeigen euch jetzt, wie das funktioniert. Vorab wischen wir einmal von oben nach unten und sehen hier in diesem ausklappbaren Menü, dass wir gar keine mobilen Daten bzw. keine SIM-Karte haben. Deswegen können wir jetzt auch nicht telefonieren oder mobil surfen. Das ändern wir. Wir wollen dazu einmal den SIM-Kartenschacht öffnen und haben dafür in der Umverpackung mit enthalten diese SIM-Nadel. Damit pieksen wir in den SIM-Kartenschacht hinein, um ihn rauszuholen. Allerdings werde ich dadurch, dass wir hier ein Testgerät haben, diese SIM-Kartennadel jetzt einmal nicht verwenden. Die ist nämlich hier noch original verpackt. Das lassen wir schön so, wie es ist. Wir können dafür auch eine beliebige andere SIM-Kartennadel nehmen, beziehungsweise kann man ja auch eine Büroklammer nutzen, wenn man daran möchte. Die haben nämlich den gleichen Durchmesser wie diese Nadeln hier vorne. Also, wir müssen aber vorab einmal unser Gerät aus der Schutzfolie befreien, denn die Schutzfolie oder Schutzhülle, das sieht man hier, die verdeckt den SIM-Kartenslot. Dementsprechend muss die einmal runter. Das reicht auch, wenn wir das nur so halb machen. Und dann müssen wir einmal in dieses Loch pieksen. Achtung, aufpassen, nicht in dieses Loch pieksen. Das ist das Mikrofon. Das kommt nicht so gut, wenn man da reindrückt. Hier mit der Nadel einmal in dieses Loch. Einmal reingedrückt und dann fährt dieser SIM-Kartenschacht schon so ein Stück raus. Dann kann man mit den Fingernägeln dahinter greifen und zieht den einmal heraus. Dann gucken wir uns den einmal genauer an. Wir haben eine Oberseite hier, wo SIM-Karte Nummer 1 reingehört. Wir sehen die 1 da mitten drauf stehen und auf der Rückseite, auf der Unterseite haben wir den Bereich für eine zweite SIM-Karte. Wie gesagt, wir wollen nur eine benutzen, deswegen legen wir hier jetzt unsere eine SIM-Karte rein und wir sehen hier unten links von dem SIM-Kartenschacht, dass da diese abgeschrägte Ecke ist. Unsere SIM-Karte hat ja auch so eine abgeschrägte Ecke, dementsprechend muss das natürlich übereinander liegen und dann können wir die hier reinklicken. Das ist immer ganz praktisch, wenn das auch wirklich klickt, weil wir sehen, wir können die umdrehen und sie fällt nicht heraus. Das ist natürlich beim Einlegen dann viel einfacher. Mit der Kontaktfläche nach oben von der SIM-Karte 1 schieben wir den Schacht wieder rein. Eine andere Hilfe ist natürlich, dass hier auch Loch über Loch wieder passen muss. Und hinein damit, bis er bündig mit dem Rahmen verschwindet. Wir setzen in unserem Fall jetzt hier die Schutzhülle wieder drauf und klicken dann einmal rechts auf die Ein-Ausschalt-Taste, um den Bildschirm zu aktivieren und können jetzt hier unsere, SIM-PIN eingeben. Bei uns ist das 4x die 0, ganz einfach. Ich hoffe, ihr habt da eine bessere Nummer für eure SIM-Karte. Und dann sehen wir, wenn wir unser Display noch entsperren, haben wir auch 4x die 0, dann können wir hier oben jetzt nochmal zur Kontrolle das herunterziehen, ins Menü gucken und wir sehen diesen Bereich nicht mehr ausgegraut, sondern wir haben mobile Daten 4G+. Auch 5G lässt sich natürlich aktivieren, wie wir sehen. Das ist ja eine manuell aktivierbare Geschichte. Standardmäßig haben wir hier mobile Daten und 4G. Ja, jetzt können wir telefonieren und mobil surfen, da wir unsere SIM-Karte eingelegt haben. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Ihr wisst jetzt Bescheid, wie ihr an den SIM-Kartenschacht gelangt. Und wie gesagt, wenn ihr zwei SIM-Karten nutzen wollt, legt ihr am besten gleich zwei SIM-Karten ein. Dann spart ihr euch das doppelte Aufmachen des Geräts. Da wir nur eine haben, haben wir jetzt auch nur das Einlegen einer einzelnen SIM-Karte demonstriert. Ja, das war's zum Thema SIM-Karte einlegen beim Vivo X51 5G. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video helfen und es hat euch gefallen. Dann gebt gerne einen Daumen nach oben für uns. Abonniert auch gerne kostenlos unseren Kanal. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.